Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein Dell Latitude und zwar ein 5300 und ich zeige euch auch gleich, wie ihr an die genaue Modellnummer herankommt. Aber zuallererst trennen wir mal das Laptop vom Ladekabel. Die genaue Modellnummer finden wir bei diesem Gerät auf der Rückseite und zwar hier. Und mit dieser Nummer findet ihr auch auf unserer Shopseite sehr einfach die Ersatzteile. Generell kann man noch sagen, dass ein Displaytausch hier relativ einfach ist. Man muss dafür nur den Frontrahmen abnehmen und kann das Display dann tauschen. Bei der Tastatur ist es so, dass man die zwar einzeln tauschen kann, aber dafür trotzdem alles aus dem Gehäuse rausnehmen muss. Das Touchpad kann man hier nicht einzeln tauschen, das ist im Topcase mit dabei. So, um das Laptop jetzt zu öffnen, muss man diese Schrauben hier lösen. Ich blende euch die auch im Bild ein. Und zu beachten ist hierbei, dass die Schrauben im Gehäuse bleiben, wie man hier ganz gut sehen kann. Die werden also nur gelockert und kommen nicht ganz raus. Zum Öffnen habe ich hier ein Universalwerkzeugset benutzt. Da sind alle gängigen Schrauben und auch Aufsätze mit dabei. Sehr praktisch. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, falls ihr da Interesse habt. Und als Aufsatz nehme ich hier einen Kreuzschraubendreher und zwar ein PH0. So, dann wollen wir mal schauen, wo genau das Gehäuse eigentlich mit der Gehäuseunterseite verbunden ist. Denn da müssen wir dann rein, um es aufzuhebeln. Und hier zum Beispiel kann man die Trennlinie ganz gut sehen. Und auch hier erkennt man ziemlich gut, wo die Verbindungslinie zwischen Gehäuse und Gehäuseunterseite verläuft. Zum Aufmachen des Gerätes benutze ich hier einen dünnen, flachen Metallgegenstand. Und dann schaue ich mal, wo ich am besten reinkomme, um eine Öffnung zu kriegen. In dem Fall fange ich jetzt mal auf der Geräterückseite an. Und dann versuche ich, die Gehäuseunterseite ein bisschen nach oben zu hebeln. Mit ein bisschen Wackeln und hin und her rutschen funktioniert das immer ganz gut. Und ja, das laute Knacken gehört dazu. Das ist einfach, wenn die Unterseite aus den Einraststellen gelöst wird. Dann knackt und knirscht das manchmal, das ist aber normal. Da braucht man keine Angst zu haben, was kaputt zu machen. Wenn es irgendwie gar nicht geht, dann nicht mit Gewalt. Lieber nochmal schauen, ob alle Schrauben raus sind. Oder ob man da vielleicht vergessen hat, eine zu lösen. Und ja, dann kann man eigentlich auch schon mit der Hand meistens drunter fassen und das mit ein bisschen rütteln und hin und her bewegen, einfach abziehen. Ich mache das hier jetzt mal im Schnelldurchlauf fertig. So, jetzt da wir die Unterseite gelöst haben, könnt ihr sie auch mal von innen sehen. Und so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres machen, trennen wir aber auf jeden Fall erst einmal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und den Akku sehen wir hier. Und da läuft das Kabel und der Stecker zum Mainboard. In dem Fall ist es so, dass der Stecker einfach so nah am Akku sitzt, dass es ein super Gefummel ist, den überhaupt rauszukriegen. Das heißt, wir lösen erstmal diese Schrauben, nehmen dann den Akku einfach raus und kommen so viel besser an den Stecker dran. Bei diesem Gerät kann man den Stecker einfach rausziehen. Man kann den dazu auch am Kabelbund fassen und dann mit ein bisschen Wackeln einfach rausziehen. Der Stecker hat auch so eine kleine Ausbuchtung oben, wo man ihn greifen kann. Da kann man zur Not auch, wenn der besonders fest sitzt und nicht raus will, eine kleine Hilfe nehmen und den dann rausschieben.
Hier muss man übrigens aufpassen, weil bei dem neuen Akku das Kabel nicht dabei ist. Es lässt sich hier von dem Akku ganz einfach trennen und abziehen. Und bei dem neuen Akku muss man dann auch dieses Kabel wiederverwenden und dann eben gegebenenfalls dort wieder dran stecken. Und es ist auch super einfach. Da merkt man sich einfach, wie rum das war, wo das Kabel hingehört. Und dann macht man das genauso bei dem neuen Akku wieder dran. Um den RAM-Riegel, der hier ist, auszutauschen, muss man eigentlich nur diese beiden Klammern an der Seite so ein bisschen nach außen schieben. Dann springt er einem förmlich entgegen. Man kann ihn dann einfach rausnehmen und austauschen. Beim Wiedereinbau steckt man den einfach genauso wieder rein und drückt den nach unten, bis die Klammern wieder einrasten. So, unter dieser Abdeckung hier befindet sich die SSD. Und um die auszutauschen, muss man erst die Abdeckung abschrauben. Und dann kann man die Abdeckung einfach ein bisschen seitlich wegziehen. Und darunter ist dann die eigentliche SSD. Das ist in dem Fall eine verkürzte SSD. Da passt aber auch eine ganz normale längere rein. Und ja, um die auszutauschen, müsste man nur die Schrauben hier lösen. In dem Fall jetzt die eine. Und dann ja, kann man die einfach aus dem Slot ziehen. Sollte man hier eine lange SSD reinmachen wollen, muss man diese Halterung hier nach unten bringen und um 180 Grad drehen. Also quasi so, dass das Gewinde für die Schraube nach unten zeigt und kann dann einfach eine lange SSD einschrauben. In beiden Fällen kommt die SSD einfach wieder in den Slot, wird nach unten gedrückt und wieder verschraubt. Und dann kann man die Hülle wieder so ein bisschen einhaken und dann kann man die auch wieder verschrauben und schon fertig. Den Lüfter kann man bei diesem Gerät auch einzeln tauschen. Dafür löst man diese Schrauben hier. Auch das Lüfterkabel selber, welches den Lüfter mit dem Mainboard verbindet, muss man trennen. Oft empfiehlt es sich auch, erst den Lüfter auszubauen und dann das Kabel zu trennen, einfach weil man da mehr Platz und mehr Raum hat, um zu arbeiten. Sind die Schrauben dann entfernt, kann man den Lüfter einfach aus dem Gehäuse nehmen. Und hier ist es so, dass die Kabel sehr dünn sind, da sollte man also nicht direkt dran ziehen, eher versuchen, den Stecker seitlich zu fassen und dann ja, mit ein bisschen hin und her rütteln auszuziehen. Der Einbau funktioniert jetzt in umgekehrter Reihenfolge, genauso wie der Ausbau. Auch hier empfiehlt es sich, manchmal den Lüfterstecker erst wieder zu verbinden und dann den Lüfter einzulegen. Da auf jeden Fall darauf achten, dass das Kabel bzw. der Stecker richtig drin und fest sitzt, damit am Ende der Lüfter auch wieder richtig arbeitet. Wir legen den Lüfter wieder in seine Position. Können ihn dann verschrauben und ja, schon hat man den Lüfter getauscht. So, den Akku können wir jetzt einfach wieder in das Gerät zurücklegen. Wie eingangs schon erwähnt, einfach sicherstellen, dass das Kabel am Akku selber ordentlich befestigt ist. Und in dem Fall stecke ich jetzt erst das Kabel wieder dran. Einfach weil man da wirklich viel mehr Platz hat, um das richtig reinzudrücken. Und ja, danach legt man den Akku auf die Gewinde. In dem Fall muss man auch das Klebeband nochmal wieder drüber machen, was hier an dem Stecker dran ist. Und zudem gibt es hier auch noch so einen kleinen Abstandhalter, der rutscht gerne mal unter den Akku und verhindert, dass man den fest draufdrücken kann. Aber ja, den muss man einfach da nur an die Seite bringen und dann hat man das. So, die Gehäuseunterseite wird jetzt einfach wieder drauf gedrückt. Und ja, da kann man ruhig ein bisschen kräftig alle Stellen wirklich zudrücken. Auch in der Mitte. Man hört das auch immer sehr gut, wie alles wieder einrastet. Ich gehe dann am Ende auch immer einmal um das Gerät herum und schaue, dass wirklich nirgendwo mehr eine Öffnung zu sehen ist. Ja, und dann einfach wieder zuschrauben und ja, so schnell ging das. So, das war es auch schon wieder für dieses Modell.
Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und ich wünsche euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.